Regisseur Rosa von Braunheim, Regisseur Rosa von Braunheim ist wahrlich ein gern gesehener und oft gesehener Stammgast hier bei der Berlinale. Ist aber auch das Aushängeschild, ja sogar der Botschafter des schwul-lesbischen Films. Und jetzt hat er pünktlich zur Verleihung des Teddy Awards, die zum 25. Mal stattfinden wird, dieses Jahr ein neues Werk vorgestellt. Und zwar zu einem Thema, das nach wie vor immer noch gerne verdrängt wird. Stricher, die Jungs vom Bahnhof Zoo heißt der Film. Für uns selbstverständlich kein Tabu. Wir haben mit dem Meister über sein Werk gesprochen. Männliche Prostitution hat in Berlin Tradition. Lange Zeit war Berlin die einzige Stadt, in der Männer mit Männern tanzen durften. Trotzdem herrschte eine Doppelmoral. Die Bahnhofsvorhalle ist ein Tummelplatz für Strichjungen. Rund 1000 solcher männlichen Prostituierten sind bei der Sittenpolizei registriert. Grundrechtsneurotiker, unverbesserliche Parasiten der Gesellschaft an der Peripherie einer reformbedürftigen Gesetzgebung. Eine Möglichkeit der Resozialisierung gibt es für diese Menschen nach der Meinung der Kriminalpolizei kaum. Vor 2 Jahren hat sich Rosa von Braunheim in einen Streetworker verliebt, der bei der Berliner Stricherhilfe arbeitete. Der Filmemacher wollte die Geschichten der Stricher am Bahnhof Zoo verstehen. Was steckt dahinter, wenn ein Junge auf den Strich geht? Was sind das für Familiengeschichten? Was ist das für ein Leid und auch eine Lust? Einer von ihnen ist Daniel. 9 Jahre hat er am Zoo angeschafft. Er war der Erste, der Rosa von Braunheim aus seinem Leben erzählt hat. Meine Mutter hat uns misshandelt, das kann man ganz, ganz klar so sagen. Beispiele sind, dass ich aufgrund der ganzen psychischen Belastung lange Zeit Bettnässer war und meine Mutter dann den einen Tag kam sie an und wollte keine Wäsche mehr waschen. Und hat dann angefangen, diese Bettlaken auszukochen und sowas sollten wir dann trinken. Das Jugendamt nimmt ihn der Mutter weg, doch vom Pflegevater wird er missbraucht. Als er dann ins Kinderheim kommt, zeigen ihm die älteren Jungen, wie man am Zoo Geld verdient. Auch Daniel René wurde als Kind missbraucht. Erst vom Hausmeister seiner Schule, später von mehreren Pädophilen. Diese Männer, die er für seine Freunde hielt, schickten ihn auf den Strich mit 13. Aber ich sage, ich hatte dann irgendwie mit der Zeit habe ich so ein System entwickelt, wo ich nichts wahrgenommen habe. Ich habe nicht mehr gerochen, ich habe eigentlich mit den Augen zwar noch gesehen, aber nicht reagiert mehr. Und als die mitgekriegt haben, hey, mit dem kann man alles machen, der lässt ja alles mit sich machen. Daniel René sagt, es hat ihm geholfen, darüber zu sprechen, dass er ein Opfer sexueller Gewalt ist. Was ich, glaube ich, aus jedem Film mitnehme, ist, dass ich es nicht mit irgendwelchen Zeitungsüberschriften, Klischees zu tun habe, sondern dass ich es mit Menschen zu tun habe. Menschen mit Widersprüchen und mit sehr unterschiedlichen Schicksalen. Und in dem Moment, in dem man diese Schicksale kennenlernt, liebt man sie auch. Die meisten Stricher kommen heute aus Osteuropa, vor allem Roma aus Rumänien. Von meinen Freunden habe ich erfahren, dass ich mich für die Sexarbeit eigne. Die haben gesagt, Lionel, du bist schön, du hast einen großen Schwanz. Was sollst du hier mit dem Akkordeon durch die Stadt trampeln? Für 30 Euro pro Tag geh anschaffen. Dafür bist du geboren. Ein Jahr nach den Dreharbeiten schaffen diese beiden nicht mehr an. Daniel kümmert sich vor allem um seinen kleinen Sohn und Daniel René. Ja, ich habe jetzt auch gerade eine Psychotherapie gemacht, eine stationäre, und bin momentan eigentlich recht optimistisch, dass es bergauf gehen könnte in meinem Leben. Es ist ein mitfühlender und sehr direkter Film, den Rosa von Braunheim über Männer wie Daniel und Daniel René gedreht hat.